Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. So, Spur, Android, Jericho, Zuflucht. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Super! Frei, Android. Sich verstecken, nur um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Ich kapier gerade noch gar nichts, aber okay. Menschen waren eure Meister und jetzt beherrscht euch die Angst. Ihr seid nicht freier als zuvor. Ihr habt nur einen neuen Meister. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Marcus hat nicht ganz unrecht. Sie leben in der Dunkelheit. Also tut mir leid, in so einem Ort zu wohnen, wo ich nicht viel sehe. Selbst mit der Androiden-Sicht sehe ich ja nicht wirklich was. Davon Freiheit zu sprechen, sich zu verstecken, das ist für mich keine Freiheit. Freiheit heißt für mich, so wie ich jetzt lebe, rauszugehen, in die frische Luft, mit mich mit Freunden treffen oder sonst irgendwas. Das ist für mich Freiheit. Da haben wir doch Albert. Oder? Feuer entfachen. Okay, machen wir mal. Können wir vielleicht mal ein bisschen mehr sehen? Jetzt sehen wir gerade echt null. Öffne Mikrofon. Ja, mein Mikrofon läuft. Okay. Ja, wir sehen Licht ins Dunkle bringen. Genau, Licht ins Dunkle. Hallo, wer bist du denn? Hallo? Hallo? Bist du? Ach, ich hab das Feuer angemacht und jetzt gehst du direkt dahin, ey. Bist du? Du bist aber hoffentlich nicht. Du siehst aber nicht sehr gesund aus. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Und zack, tot. Ganz ehrlich, das ist eine ziemlich berechtigte Frage. Also Menschen haben ja an sich eigentlich eine Seele. Gut, darüber kann man natürlich entscheiden, ob Menschen eine Seele haben oder nicht. Man kann sich jetzt darüber tatsächlich streiten. Danke. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus.
Ja, wenn ihr nicht rausgeht und euch Hilfe sucht irgendwie, dann kann euch niemand helfen. Ihr versteckt euch ja. Da haben wir dieses RA9. Das haben wir schon öfters gesehen. Wir haben das Ganze zweimal bis jetzt gesehen. Was hat das zu bedeuten? Also ich habe ja immer noch die Vermutung, dass es irgendwie ein Programmiercode ist. Kiste bereits geleert. Hä? Ist das noch irgendwie wichtig für uns? Cyberlife, Lager und Docks. Route wird berechnet. Was? Kunde Jericho, finde Lucy. Okay. Aber trotzdem noch mal ganz kurz weiter. Sind die auch alle? Sind die deaktiviert? Sieht ja noch aus, ne? Sieht schwer danach aus, als die deaktiviert werden. Mal kurz die. Hier kann man. Zwei Aktionen haben wir noch hier. Feuer entfachen. So. Machen wir. Schnell Licht. Da haben wir zwei Aktionen noch. Da haben wir eine. Da haben wir auch noch eine. Das ist wahrscheinlich hier die Mülltonne, wo wir Feuer machen können. Wir machen mal komplett überall Feuer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant sein wird, aber gemacht ist gemacht. Ne? Also. Was geht der da hin? Da ist jetzt einer. Warum haben die ein Feuer? Feuer selber kein Feuer gemacht. Warum? Da. Ja, ich blicke hier gerade echt nicht durch. Also, die Abschnitte mit Marcus sind, nachdem wir Karl verloren haben, echt ziemlich düster. Also, das ist echt undurchsichtig hier. Das ist garantiert nicht Lucy. Zustand, was? Doch. Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Wenn du dich nicht abschalten willst, dann tu es nicht. Es ist ein gutes Recht zu leben. Selbst für euch Roboter ist es ein Recht zu leben. Oh. Da haben wir was. Da haben wir was. Ich weiß nicht, wer von beiden Lucy ist. Das ist eine Frau und da hinten ist auch eine Frau. Ich glaube sogar tatsächlich, das ist Lucy, ne? Was? Wer ist das? Das ist die North, wo gesagt hat, du sollst zu Lucy gehen. So. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Es ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. North ist schon etwas
eigensinnig, sagen wir es mal so. Ich will jetzt mal zu Lucy, wo ist die denn eigentlich? Bis hin. Ich sehe sie nicht. Jetzt hier hinter Vorhang war die. So. Das scheint. So, das scheint es zu sein. Bist du Lucy? Setz dich. Das Grafikfehler. Brauche ich weniger. Zeig mal. Ich stoppe die Blutung. Trink das. Los Blut. Gib mir deine Hand. Was? Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Licht. Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Ganz kurz, ich habe eben ganz kurz den Controller wechseln, weil da hier fast leer ist. Ich muss meinen zweiten Controller dafür. Ganz kurz. Ich blende mal kurz aus. Ja, so. Und schwupp, da sind wir auch wieder. So, jetzt habe ich meinen zweiten Controller, der ist voll geladen. Da brauche ich mir nämlich keine Sorgen zu machen, dass da mittendrin in irgendeinem wichtigen Quicktime-Sequenz mir der Akku leer geht. Den Controller habe ich schon lange nicht mehr benutzt, den ich gerade habe. Was war die jetzt, so ein Allerhellseher-Android? Ja, oder was? das war wahrscheinlich sowas. Hat mich jetzt selber ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Oh, was hat er denn zu sagen? Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Wow. Alter, nee. Nee. Komplett das Kapitel abgeschlossen. Zu 100%. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Super. Das ist eine Bombeninformation.
Fängt schon gut an. Fängt gut an, dass du die Aufnahme dort findest.